Grau, frisch, belebend. Urlaub in Dänemark kommt an, auch im goldenen Herbst. Das kleine Königreich erhält im Jahr dreimal so viele Besucher aus Deutschland wie Schweden, Finnland, Norwegen und Island zusammen. Insbesondere die Westküste ist beliebt wie lange nicht mehr. Weil hier das Gefühl von Freiheit entsteht oder da ist. Schöner Strand, tolle Häuser mit Pool und Whirlpool und man kann mit zwei, drei Familien was unternehmen. Das Schauspiel zwischen Meer und Himmel, also ich finde das schon immer gigantisch. Ja, und dann eben die Gegend angucken, obwohl wir sie schon kennen, aber es gibt immer wieder neue Ecken. Dänemark ist einfach, ja, unkompliziert und schön. Besonders begehrt ist, laut der dänischen Tourismuszentrale Visit Denmark, Urlaub im Ferienhaus. 2015 wurden knapp 14 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Das Jahr 2016 sieht noch besser aus. Allein im Juli wurden 2,5 Millionen Übernachtungen gebucht. Die Gründe dafür sind einfach: Natur, Freiraum, Ruhe und natürlich Zeit für Entspannung mit Familie und Freunden. Das selbst zu erleben, ist durchaus erschwinglich. Dänemark ist im Prinzip gar nicht so teuer, wenn es um Reisen geht. Die Hauptferienzeiten sind natürlich die teureren. Aber wenn wir sprechen über Frühling, über Ostern rum, letztendlich in Richtung Herbst, dann ist Dänemark schon eine ganze Ecke günstiger. Und aus dem Urlaubsbudget lässt sich leicht noch mehr machen. Kostenfrei ist hier in Dänemark natürlich immer die Natur. Das heißt, alles, was mit der Natur zu tun hat, im Grunde genommen Strand, Fjord, Fahrradtouren, das ist alles umsonst. Es gibt viele kulturelle Sachen, die auch umsonst sind. Also man kann an verschiedenen Höfen auch direkt Gemüse kaufen. Man kann direkt zum Kutter gehen und da frischen Fisch kaufen. Zusammengefasst heißt das also, Ferienhäuser sind in der Nebensaison günstig. Lokale Produkte kauft man preiswert auf Bauernhöfen oder direkt vom Kutter. Viele Sehenswürdigkeiten und Kulturevents sind oft gratis. Und das Beste ist, der Strand ist sowieso immer frei. Eine Kurtaxe gibt es nämlich nicht. Da ist eigentlich nur noch eines zu tun: Anreisen und selbst überzeugen. Egal in welcher Jahreszeit.